Seit 18 Jahren ist das gewissermaßen Helmut Köhlers zweites Wohnzimmer, die Fahrerkabine der Berliner U-Bahn. Hier lenkt der 43-Jährige unzählige von Fahrgästen täglich sicher durch Berlins Untergrund. Und das immer, wenn er gebraucht wird, denn die U-Bahn kennt keine Feiertage. Und erst recht keine Frau und 9-jährige Tochter, die zu Hause warten. Generell muss ich sagen, ist es für mich nicht ungewohntet und neuet, weil ich schon 27 Jahre in der Firma bin. Deswegen habe ich damit so gut wie keine Probleme, ich bin es gewohnt. Aber manchmal, wenn halt der Freundeskreis zum Beispiel normal arbeitet, sage ich mal, von Montag bis Freitag, feiertags, Wochenende frei hat und dann doch mal eine Feier oder sowas ansteht oder Familientreffen oder irgendwas, ist es manchmal schon, wo man dann drüber nachdenkt und sagt, oh, warum tut man sich das eigentlich an? Aber im Grunde genommen, wie gesagt, die meisten Freunde, Familie kennen das, wissen das, dass ich schon seit Jahren hier oder mein ganzes Leben lang im Schichtdienst arbeite. Und daher ist das auch ja kein Problem. Ist das Arbeiten an den Feiertagen anders? Früher schon, wo zum Beispiel an Feiertagen und so Sonntagsverkehr war, da wurde alle 10 Minuten mussten zurückfahren, da war es weitaus ruhiger. Aber dadurch, dass wir jetzt auch selbst an Sonntagen und Feiertagen 5-Minuten Verkehr haben am Tage und die Leute, Touristen und auch unterwegs sind, alles, ist das vom Arbeitsaufwand jetzt fast genauso wie in der Woche. In der Woche ist es natürlich noch ein bisschen schlimmer durch den Berufsverkehr. Aber der Unterschied ist teilweise nicht mehr so groß, gerade jetzt bei Veranstaltungen oder sowas, wenn Fußball ist oder jetzt zum Beispiel Silvester, die Feier auf dem Potsdamer Platz. Da ist dann doch schon ordentlich Betrieb hier. Natürlich wird es Weihnachten, gerade gegen Abend, Heiligabend und Weihnachtsfeiertage abends, ein bisschen ruhiger, weil die Leute ja dann doch alle bei ihren Familien sind. Und man dann doch auch dann so dran mal denkt, jetzt, ach, jetzt sitzt deine Familie auch zusammen und du bist jetzt hier auf Arbeit. Aber ich denke dann auch immer dran, dass ich bin ja nicht der Einzige. Es gibt dann noch, wie gesagt, dann Busfahrer, Straßenbahnfahrer, Polizei, Ärzte, die müssen auch alle arbeiten und ich bin halt ein Teil davon. Und da meine Frau auch im Schichtdienst tätig ist, ist es auch so, dass wir das teilweise, wie gesagt, uns auch so kennengelernt haben, dass das halt funktioniert. Ich sage immer dazu, da haben wir halt keine Zeit zum Streiten. Und man genießt dann auch halt die Augenblicke, die man denn, wo man die Zeit dann hat, die man zusammen verbringt. Man arbeitet alleine, aber man weiß es halt auch, dass man halt alleine ist und ich komme damit sehr gut klar. Ich weiß, ich habe dann meine Ruhe und ganz alleine ist man ja eigentlich wirklich nicht. Man hat ja dann auch ab und zu Kontakt zu Fahrgästen, wenn man jetzt Rollstuhlfahrer einlädt oder mal eine Frage gestellt bekommt, dann reagiert man ja doch schon. Und ansonsten, wie gesagt, mir gefällt es ja, dass ich halt, wie gesagt, meine Ruhe habe und weiß, dass ich hier auch zum Beispiel nicht mit jemandem zusammenarbeiten muss, wo ich dann mit dem ja nicht klarkomme oder sowas. So bin ich dann lieber alleine und mache meinen Dienst. Dann kann ich mich auch voll darauf konzentrieren. Und wenn man so den ganzen Tag alleine auch rumfährt oder sowas, dann ist auch schön, dass man dann mal auch an viele Sachen denken kann, wo man dann sich zu Hause vielleicht keine Zeit hat, um mal sich einen Kopf drüber zu machen. Was jetzt zum Beispiel mit dem nächsten Urlaub ist oder von mir aus auch ganz banales, wenn man vielleicht am nächsten Tag noch einkauft oder so. Oder Planungen macht.
es sind noch welche unterwegs auf jeden Fall, aber nicht mehr so wie an normalen Tagen jetzt um diese Zeit. Weil da sind, wie gesagt, viele sind dann doch zu Hause und um die Zeit gerade auch dann essen und dann Bescherung machen. Also da ist dann doch schon ein bisschen weniger los, das merkt man dann schon. Ich hatte schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man jetzt zum Beispiel Rollstuhlfahrer auslädt oder einlädt, dass die dann sich besonders bedanken und Brot fest wünschen. Oder Fahrgäste jetzt, wenn man mal draußen ist auf dem Bahnsteig, am Zug denn ist oder am Zug was lang guckt, dass die dann auch sagen, dann noch ihnen auch ein frohes Fest und gute Fahrt. Also das ist dann doch schon zu Weihnachten dann doch schon die Stimmung ein bisschen anders und viele sehen dann auch halt oder sind zufrieden, dass sie auch von A nach B kommen und dass es Leute wie uns halt gibt. Aber es sind halt nicht viele, muss ich mal ehrlich sagen. Viele nehmen das als selbstverständlich hin. Und wie findet es die 9-jährige Tochter, dass Papa ausgerechnet an Weihnachten und Silvester arbeitet? Ja, na, begeistert ist sie sicherlich nicht. Die fragt dann schon immer nach ihrem, wo Papa ist oder wo er, wenn ich jetzt irgendwo los muss zur Arbeit. Und dann ist es auch schon traurig, dass ich dann gehen muss. Aber wir haben sie erklärt und sie versteht es mittlerweile, sie ist 9. Und sie weiß, dass Mama und Papa halt Miete zahlen müssen. Dass wir halt deswegen halt auch arbeiten müssen und auch am Wochenende und an den Feiertagen arbeiten müssen. Natürlich ist es für sie auch nicht so einfach, gerade Weihnachten jetzt, wo dann wir alle zusammensitzen, sie die Geschenke kriegt. Man wäre dann natürlich schon gerne dann zu Hause, wenn gerade Weihnachten Bescherung ist oder so. Aber das ist nicht das erste Jahr, wo ich Weihnachten arbeiten muss und die Kleine zu Hause ist. Sie hat dann immer noch Oma und Opa und alles und das holen wir dann alles halt nach. Und dann zeigt sie wieder trotzdem alles und also es funktioniert. Heiligabend, wenn man nach 16 Uhr noch im Dienst ist, wird da von der Firma aus oder vom Personalrat, in Zusammenarbeit mit dem Personalrat, wird dann eine Weihnachtstüte gemacht, wo dann halt so ein bisschen Süßigkeiten und so drin sind. Und auch nochmal Danke gesagt, man kriegt einen Brief, wo dann drin steht, wie das Jahr gelaufen ist und dass ein frohes Fest und ein gesundes neues Jahr gewünscht wird. Lässt er sich an? Der Start ins neue Jahr in der U-Bahn-Fahrerkabine? Wir sind alle gut gelaunt, alle gut drauf und da kommt es denn schon vor, denn Schönhauser Allee, Bahnhöfe, wo Treppen hochgelaufen werden müssen, dann wird noch gewartet auf die ganze Truppe, die sind dann halt mit 15 Mann da und dann steigt der Erste ein, hält die Tür auf und dann kommen halt die anderen noch nach und das ist dann schon, wo man dann sagt, oh, jetzt kommen noch welche und dann das ist dann doch schon so, oder dann ist man flächig die Tür kaputt, dann muss man nach hinten laufen und so, das ist dann schon immer so, wo man dann so denkt, oh, hoffentlich bleibt Allianz und lassen die Allianz und solange sie nur feiern und sich anständig benehmen, ist das doch alles völlig legitim. Punkt 0 Uhr ist eigentlich keiner in der U-Bahn, also sehr, sehr wenige, die dann hier um 0 Uhr in der U-Bahn sitzen. Die meisten sind ja dann doch beim Anstoßen. Man registriert, ah, ist 0 Uhr, ihr wünscht sich selbst ein gesundes neues Jahr und dann geht's halt weiter. Das macht man dann alles nach Feierabend, dass man dann nochmal ein Gläschen Sekt trinkt und nochmal anstößt. Obwohl ich mal gerne die Gesichter der Fahrgäste dann sehen würde, wenn man hier als Fahrer mit dem
mit einem Glas Sekt im Bahnhof einfährt, das sieht bestimmt gut aus. Theodor-Heuss-Platz, Endstation, bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Alle aussteigen bitte, dieser Zug endet hier.